Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wenn dieses Video online geht, bin ich im Best Case gerade am TFT-Stream. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Wir gehen heute für Assassins. Und das hatte Grund, dass ich das Vergnügen hatte. Ich hätte den in Textbeat-Kasalin auf jeden Fall nehmen sollen. Aber ich habe ihn zu spät gesehen. Das war den Grund, dass ich heute das Vergnügen hatte, Twitch-Rival zu casten. Also es ist gerade 1.20 Uhr, relativ spät. Aber ich wollte das Video noch fertig haben, damit ich morgen sofort streamen kann. Gecastet habe und tatsächlich ist es so, dass eigentlich alle Pros ausschließlich oder alle, die teilgenommen haben, für Assassins gehen. 60% der Top 4 Finishes waren mit 6 Assassins, am liebsten kombiniert mit Ninja, obviously sehr, sehr stark. Ich habe jetzt hier ein Set sehr früh genommen, ob ich den behalte, das hängt jetzt davon ab, was ich gleich vorgeschlagen bekomme. Die Idee ist quasi, dass man Richtung, wow, warum war ich so giga fast, what the hell? Die Idee dahinter ist, dass man am besten Fall auch noch für Void geht und sich versucht, bis dahin einfach nur durchzuschlagen. Ich zum Beispiel tue das jetzt, indem ich den Garen mitnehme und die Fiora und damit gegebenenfalls Noble pocken zu können. Ich würde eigentlich auch noch gerne den Darius mitnehmen, aber das geht gerade nicht. Ich hole mir kurz was zu trinken. Wurde übrigens für die umgefallenen Bücher kritisiert. Aber die werden weiter umgefallen bleiben. Vor allem sind das eigentlich PC-Spiele. Aber ja, für mich ist das ein Problem. Denn tatsächlich habe ich Assassins mit Abstand am wenigsten gespielt. Das heißt, Ranked ist jetzt live und ich werde diesen Account hier, also meinen potenziell eigentlichen Main, dafür nutzen, ein bisschen mehr darüber zu lernen, was man tatsächlich da beachten muss. Pocky ist ja jetzt schon wieder Top 100. Fucking Freak, ey. Und ist dementsprechend mir einen kleinen Schritt voraus. Aber das ist nicht allzu schlimm. Aber wir gehen jetzt hier für Knight, weil wir Knight angeboten bekommen. Wir wollen eigentlich natürlich einen Kasarin nehmen. Aber das lässt sich gerade einfach nicht einrichten. Hier geht jemand für Brawler. Brawler ist die andere dominante Taktik mit Volibear als Carry. Hängt ein bisschen davon ab, auch was für Items du kriegst. Ich habe gerade ein potenzielles Locket. Sehr stark. Zed mit AP. Ist okay. Ich glaube tatsächlich, dass kaum etwas aktuell konkurrieren kann. Glacial geht noch, klar, obviously. Das hängt ein bisschen davon ab, ob du Full Glacials kriegst. Ich könnte zum Beispiel jetzt die Zed verkaufen und für Braum gehen. Wir haben auch Assassin-Kombos mit Guardians gesehen. Also Guardians generell ist recht beliebt. Nochmal 2 Gold. Ah, wir nehmen den mal mit. Kostet ja gerade nichts. Wir haben jetzt 3 Gold extra bekommen insgesamt. Das heißt, wir könnten ein bisschen früher für eine Kombo gehen, die wir wollen. Der zweite Assassin lässt nicht lange auf sich warten. Ja, das wird trotzdem schwer, die Runde zu gewinnen. Vielleicht mit Locket. Wir behalten Knight, weil wir nichts Besseres haben. Wir könnten für 3 Noble gehen, aber das macht gerade auch nicht so unglaublich viel Sinn. Tricky. Das Locket wollen wir theoretisch auch nicht auf dem Set haben. Aber er ist gerade auch eine recht starke Unit, vor allem weil Ninja ja 40% mehr Attack Damage gibt. Hier haben wir jetzt gegen einen mit einem Demon zu tun. Das könnte aber klar gehen. Das Problem ist, dass der Shell mittlerweile so früh ultet. Unser Mordekaiser wird wahrscheinlich nie ulten, weil die Mana burnen. Aber es ist, glaube ich, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass unser Locket-Shield hier einfach stark genug ist, um die Runde zu carryen. Elise hat noch ihr Ult durchbekommen, aber Elise ist mittlerweile eine Eingold-Unit. Garen bewegt sich übrigens nicht am Ende der Ultimate. Ich weiß nicht, ob das intended ist. Wir nehmen jetzt noch Vayne mit, um gegebenenfalls für Noble gehen zu können. Weil wir haben jetzt ein bisschen mehr Gold. Das heißt, wir könnten nächste Runde schon hochgehen. Das hat gar nicht so viele Nachteile. Man kann eine Unit mehr stellen und die Runde danach würde ich ja eh auf 4 gehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine Unit ist so oder so limitiert. Plus, ich habe Kha'Zix jetzt nicht früh bekommen. Ach Gott. Ich nehme den Mordekaiser. Wir trennen uns hier vom Raum und spielen 3 Units. Spielen wir 3 Units? Welche Units spielen wir noch, ist so ein bisschen die Frage. Cutter alleine ist nicht so strong. Wenn wir jetzt Darius dabei hätten, dann könnten wir... Haben wir wenigstens noch Imperial. Das ist ganz cool, glaube ich. Wir haben jetzt leider immer noch nur 2 Assassins und nicht 3, weil wir den Kha'Zix nicht bekommen haben. Der hat einen Darius. Wer kriegt Imperial? Unser Darius ist nicht optimal, aber Locket ist einfach sehr, sehr stark im Early Game. Plus Darius hittet nur eine Unit oder wird mit der Ultimate nur eine Unit hitten. Und das ist ein ziemlicher Vorteil für uns, weil er da nicht ganz so viel heilt.
und wir damit vielleicht klarkommen. Unser Darius wird auch nochmal ordentlich mehr Damage machen gleich. Und sich hier groß hochheilen, dank der Elise. Vielen Dank dafür. Sehr freundlich. Oh, wir haben den Kha'Zix tatsächlich bekommen. Ich habe ihn einfach nur übersehen. Upsi. So. Ja, den Pom haben wir natürlich gerade verkauft. Vierer Ninja ist hinten raus auf jeden Fall eine Win-Condition für uns. Der Kha'Zix macht aber gerade trotzdem nicht so viel Sinn, statt Morde zu spielen. Drei Assassins jetzt zu forcen, ist nicht so worth. Ja, ich muss sagen, bei Assassins tue ich mich echt noch schwer. Tüsselfeld übrigens die offiziell schlechteste Unit, die es gab bei diesem Turnier. Keiner hat mit dieser Unit gewonnen. Und auch in den letzten Builds war, glaube ich, nur ein TF. Aber es ist nicht so aussagekräftig, weil TF tatsächlich eine Unit ist, die ja später rausgeschmissen wird. Spear ist gar nicht so gut auf Lucian, weil er so wenig Mana hat. Der hat nur 35. Das heißt tatsächlich, dass dieser Mana-Rack gar nicht so groß ist, wie man ihn vielleicht einschätzen würde. Wenn unser Darius noch ulten würde, wäre das geil. Tatsächlich hat der Lucian da, glaube ich, sogar gekrittet, was pretty damn unlucky ist für uns. Unser Set misst jetzt auch noch die Ultimate. Dementsprechend sollten wir den Fight verlieren. Quite unlucky. Kann besser laufen. Ist aber kein großes Problem, denn dadurch verbessern wir unsere Ausgangslage fürs Chaos-Safe. Wir verlieren allerdings unseren Winning Streak. Aber es sieht gerade eh nicht danach aus, als könnten wir den aktiv halten. Aber wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, einmal zu gucken, was der Rest so baut. Der Gangplank sieht weird aus, ne? Der Kassadi mit Attack Speed ist natürlich geil, aber der wird weg sein. Der Blitzkrieg wird auch weg sein. Für AP könnten wir gehen, um ein zweites Locke zu bauen. Das ist gar nicht so bad. Ist natürlich jetzt auf Set nicht unbedingt das Beste. Aber ich glaube, das ist das Beste, was wir kriegen können. Wir hätten auch den Blitzcrank nehmen können für Attack Speed, aber auf Assassins ist Attack Speed gar nicht so wichtig. Generell hat Assassin weniger Pflicht-Items, was ganz cool ist. Locket wird nicht mehr so abused wie früher, weil Items nicht mehr mit AP scannen, aber es ist trotzdem nice. Ja, nicht mehr für Nobel gehen. Wir kriegen hier auch noch den Pike. Na, es ist gerade nicht so perfekt für uns, die Ausgangslage. Warte mal. Wie kommst du denn hier rein? Ich glaube, der Pike macht mehr. Verdammt, wir hätten den auch unser zweites Locket geben sollen. Könnte noch in Time gewesen sein. Ja, ist noch in Time. Wunderbar, mit zwei Lockets sollten wir jetzt die nächsten Runden gewinnen. Jetzt ist es doch ein bisschen ärgerlich, dass wir eben die Winning Streak verloren haben. Double Locket ist sehr, sehr stark. Es gibt einfach ein solid Schild, ne? Ich meine, Kha'Zix Lebensanzeige ist quasi dreiviertel Schild am Anfang des Fights. Set genauso. Wir haben jetzt auch noch die Option, für Void zu gehen. Dafür brauchen wir allerdings ein paar Level mehr. Werden die Chance allerdings behalten. Einer der Vorteile von Assassin ist, dass ihr recht früh leveln könnt, weil ihr davon wenig Nachteile habt. Wir werden auch den Garen nicht mehr spielen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht diesen Pike bekommen hätten, wir dafür gehen können. Wenn wir Garen statt Mordekaiser spielen? I guess so. Garen ist einfach stärker als Mordekaiser. Andererseits könnten wir jetzt auch schon für einen Kha'Zix gehen. Ups. Bisschen Troll aufgestellt. Wir gehen dafür ein bisschen mehr Echo, weil wir haben jetzt eh gerade nur in einer Winning Streak. Wenn wir die Runde tatsächlich verlieren sollten, dann ist das halt einfach so. Okay. 3 Tier 2 Units. We'll probably lose this. Pike hat auch nicht das beste Positioning, um hier gleich eine gute Ult zu machen. Das ist ein bisschen schade. Ah, nee. Er stunt nur den Warwick. Aber Locket ist trotzdem disgusting. We maybe actually win this. Okay, das ist cool. Damit sind wir jetzt auf 20 und haben trotzdem die Runde gewonnen. Das ist sehr, sehr gut für uns. 2er Winning Streak, plus jetzt kommt die Creep Round. Und wir sind in dieser Creep Round Level 5, weil wir am Anfang einmal früh gelevelt haben. Was ja in meinen normalen Taktiken seltener der Fall ist. Mit Assassins gegen Creep Rounds ist ein bisschen tricky aufzustellen, aber das thematisieren wir gleich, weil man ein bisschen... braucht ein bisschen mehr Brain quasi als sonst. Der Z2 kommt uns hier sehr gelegen. Wir könnten auch Darius verkaufen, aber das ändert nichts an unserer Misere hier. Ja, das Problem ist jetzt, dass diese Unit hier denselben Weg zu beiden hat.
Aber so springt er nicht mehr darüber. Das heißt, wir hoffen, dass der dahin moved. Wobei er hat nicht genau denselben Weg, oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Das heißt, er wird darüber laufen. Mit den Locket könnten wir auch diese Runde holen. Oh shit, ich hatte ein Level Up und habe es nicht genutzt. Der Set ist allerdings nicht die schlechteste Unit, aber von hier. Oh, zwei Units springen falsch. Ah, das sucks heavily. Aber wobei, Pike darf sogar zur falschen Unit springen. Sollte sogar zu der Unit springen. Die Gegner sind jetzt sehr gestackt. Pike kriegt nicht nochmal seinen Stun aus, ein bisschen schade. Aber es sollte trotzdem reichen. Locket ist halt einfach fucking mega strong, ne? Also, ich kann mich gar nicht oft genug über Locket freuen. Der hatte nicht Mana und hat trotzdem wieder voll Leben bekommen. Ich dachte, dass das ein bisschen vom Mana abhängt, aber das scheint nicht so zu sein. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst, weil ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, Darius könnte ich verkaufen, aber es macht gar keinen Unterschied. Wenn ich ihn auf zwei random kriegen würde, würde ich ihn vielleicht sogar spielen. Der nächste Ninja. Damit fehlt uns nur noch Akali. Jetzt müssen wir einmal switchen, was das Positioning angeht. Wir können jetzt hier mit Void auch noch hervorrufen. Void ist wunderbar. Wir wollen Kasadin und Rek'Sai an derselben Stelle haben. Dann kommen die Units dahin raus. Die drei können in die Backline jumpen. Wunderbar. Katarina statt Pike wäre eine Option, aber ich persönlich finde Pike stärker und ich glaube, das ist auch die gängige Meinung. Bin auf einem 2-Winning-Streak. Was ihr hier schon merkt, ist, ich habe keine T2-Unit. Normalerweise wäre das ein FF pretty hart, aber mit der kommt geht's wirklich. Ich habe insgesamt nur 5 Items, aber daraus ein Double Locket bekommen. Das heißt, ich kann mich nicht wirklich beschweren. Locket ist halt so fucking strong, ne? Mein Gott. Ich wollte noch ein Feierabendbier getrunken und das hängt mir echt im Hals. So, Nidalee kriegen wir auch noch down. Wunderbar. Am meisten Damage hat Zed gemacht. Keine allzu große Überraschung. Er ist ein Ninja. Er macht mehr Damage. Und jetzt können wir gucken, dass wir auf 50 kommen und von da anfangen. Einerseits zu rollen, aber andererseits auch zu. Die kommt früh. Die kommt wirklich früh. Zu früh, I guess. Oder wir gehen jetzt schon vierer Ninja. Vierer Ninja ist wahrscheinlich hier sogar stärker als Void. Nicht 100% sicher, das sind halt jetzt genau die Situationen, wo ich halt einfach die Combo einfach noch nicht oft genug gespielt habe, um es 100% zu wissen. Mein Ken wird nicht ulten, mein Shen schon. Das ist nett. Vierer Ninja ist halt eben das, was mit Abstand am meisten Wins erzeugt. Und auch hier ist es pretty disgusting. Mir fehlt noch so eine Anzeige, wie viel Damage man insgesamt gemacht hat an Gegnern, weil ich glaube, ich mache hier tatsächlich gerade sehr, sehr viel Schaden an meinen gegenüberliegenden Spielern. Bin jetzt sehr schnell schon auf der Combo, die ich im ultimativen Late Game haben will. Ist natürlich auch ein bisschen Draw Luck, ja, muss man dazu sagen. Aber die Combo ist für mich, ist es ein Problem, dass sie so stark ist, weil sie so langweilig ist. Also ist es für mich relativ klar, wofür ich gehe. Und von hier gucke ich jetzt halt einfach nur noch, wie ich dahin komme. Das Ding ist, spiele ich noch Void. Ich werde noch, wenn ich jetzt noch drei weitere Units stelle, werde ich immer Assassin spielen. Das heißt, die Antwort ist ein simples Nein. Das heißt, ich verkaufe die und ich bin jetzt schon auf 50 Gold. Was disgusting ist. Und mein Aufbau ist durch Locket auch komplett geklärt. Das heißt, ich werde hier nie wieder etwas variieren. Oh doch, ich sollte Pike und Shen ändern. Das ist ein bisschen Troll von mir. Dadurch stehen Shen und Kennen nicht am selben Ort. Aber wieder kriegt hier der Shen gleich seine Ult durch. Ah, ein bisschen ärgerlich. Das hätte timingmäßig besser passen können. Sollte trotzdem reichen. Die Ashe hat ihre Ult gemisst. Kompletter Täter für den Gegner, to be honest. Meine Katze ist jetzt AFK und alle meine Units sind AFK. Oh, das heavily sucks. Yeah. About that. Das Ding ist, der Winning Streak wird weiter, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es ist nicht so schlimm. Oh, er wird abgebrochen. Fuck me, Alter. Okay, da wurde ich hart getrollt. Right, trolling hard right now. Der Ken wäre attraktiv. Ansonsten itemmäßig ein BF. Dann hätte ich Infinity Edge auf der Akali. Oh, das ist witzigerweise auch der Ken. Der Ken wird wohl nicht durchgehen.
Vielleicht sogar ein Spear für Akali. I mean, why not? Ja, komm, nehmen wir ein Spear für die Akali mit. Öfter ulten ist tatsächlich nicht so bad. Oh, wir können es auf Pike geben. Pike ist sogar besser damit. Ja, Pike mit Spear ist auf jeden Fall besser als Akali mit Spear. Nicht, wir haben Set 2 jetzt. Unsere erste Tier 2 Unit. Hip hip hurra. Leveln, damit wir nächste Runde das Level up haben. Könnten jetzt sogar leveln. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Runde gewinnen, was wir tun. Cutter ist, glaube ich, die unwichtigste Unit hier. Die beiden sind Ninja. Unser Pike hat ein Spear, ist deswegen relativ wichtig. Ja, dass ich den Wounding Streak dafür verloren habe, ist natürlich Hard Troll, ne? Thanks, Riot, for nothing. Ja, sonst könnten wir hier noch härter snowballen. Das Ding ist, die Leute haben Assassin immer wieder geforst, komme was wolle. Und so mache ich das auch. Das heißt, ich muss ja nicht mal auf die anderen Felder gucken, weil meine Variationsmöglichkeiten sind eh ehrlicherweise nicht vorhanden. Das heißt, ich werde eh immer wieder für diese Combo gehen. Egal, was kommt. Das heißt, für mich ist diese Comp einfach super festgefahren ab diesem Moment. Ich werde ab jetzt hier immer wieder mehr Assassins reinsetzen. Ich habe jetzt 4 und ich will auf 6. Geil. So, im Best Case finde ich noch irgendwie einen Fun-Wender und einen BF und mache noch Kind zum Assassin. Aber ansonsten ist die Combo halt einfach super, super klar. Und ich finde, das ist super langweilig. Also Assassin-Kombos zu spielen, finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt erheiternd. Wir haben jetzt den Ringer noch bekommen. Oh, ich habe die Cutter-Karte gerollt, jetzt habe ich sie gesehen. Komm, rollen wir auf 40, warum nicht? Hat sich gelohnt. Wir können jetzt noch den Set mitnehmen. Wenn wir die Runde gewinnen, gehen wir für ein Set. Ach, to be honest, gehen wir so oder so für ein Set. Ich glaube nicht, dass uns irgendwer gerade killen kann. Cutter sollte mehr Damage machen als Akali. Das heißt, Cutter 2, wohlgemerkt. Wir hätten Shen und Ken raussetzen können. Also nach außen. Wobei, die sollen die Gegner natürlich möglichst lang festhalten. Unser Ken wird sogar mal ulten. Hey, geil. Das heißt, die Gegner sind gestunt, dann kommt der Pike Stun. Und dann machen Assassins einfach das, wofür sie da sind. Ja. Cutter macht durchaus Damage in der Phase. Pike hat most Damage, dann Zed, Akali und dann erst Cutter. Das bedeutet für uns, dass wir die Ausstellung wieder ändern, damit Akali den Buff kriegt, weil Akali scheinbar wichtiger ist als unsere Katharina. Aber ja, das ist der einzige Änderung, die wir vornehmen. Ninja-Buff ist halt schon ziemlich sexy. Haben wir natürlich auch früh bekommen. Gegner werden an uns reinjumpen. Das, wie man das gerne aufstellt, ist so. Dadurch springen die alle auf die Akali und danach kommt der Rest erst. Ich werde den Chenny hinstellen, damit der relativ früh seine Dodge-Zone macht. Wir sind auf ein bisschen unglücklichen Stand hier gerade. Wir werden Kha'Zix aber eh nicht spielen, oder? Ich meine, wir könnten ganz hinten raus noch für Void gehen. Ich überlege gerade, ihn zu verkaufen, weil wir Rengar Eve spielen. Stattdessen kaufen wir einfach Zed und Cutter. Wir haben den Zed eh schon. Oh, die gehen. Die haben sich ein bisschen mehr gesplittert, als ich dachte, to be honest. Hätte ich Akali 1 hier reinstellen sollen, damit Shen auch noch in der Lage ist. Oder damit sie auch noch in die Shen Dodge Zone kommt. Triple Locket incoming, I guess. Itemmäßig bin ich nicht so lucky unterwegs. Aber es ist auf dieser Comp, wie gesagt, auch kein Problem. Dabei Rek'Sai. Lass mal gerade überlegen. Also, auf 7 würden wir noch einen weiteren Assassin stellen. Auf 8 würden wir noch einen weiteren Assassin stellen. Und dann auf 9 würden wir Rek'Sai stellen. Und auf 10 dann probably die Voids. Das heißt, wir gehen nicht für die Voids. Wir könnten natürlich auch 3 Voids, 3 Assassins spielen, aber dafür haben wir das ja verkauft, weil wir eben nicht davon ausgehen, dass das passieren wird. Die Lockets auf dem Set natürlich nicht so worth, allerdings macht er durchaus auch Magic Damage und profitiert von der AP. Shen hat genug Mana für seine Ult, ist allerdings CC'd worden, das ist ärgerlich, allerdings kein Totalfiasko. Cutter wird am Ende hier auch nochmal ulten können, Ken kann währenddessen ulten. Ja, es ist, also to be honest, it's fucking boring. Na, not gonna lie. Aber es ist das, was Edo bringt. Das ist das, was Maxim aber gesagt hat. Wollt ihr wirklich, dass ich das spiele? Und, to be honest, ich frage mich das auch manchmal.
Generell ist es jetzt so, dass wir ab diesem Punkt anfangen wollen zu leveln, weil unsere Units sind alle relativ hoch, außer den Zed. Den Zed reinzukriegen wäre natürlich attraktiv, aber gerade sollten wir jetzt eher leveln, um noch eine Unit mehr draufstellen zu können, weil wir auf 8 unseren Power Spike haben mit den Assassins. Natürlich wäre das an sich eine interessante Unit, aber wir verzichten jetzt einmal darauf. Wir gehen wieder davon aus, dass wir die Runde gewinnen. Akari und Cutter werden getauscht, das haben wir ein bisschen verkackt. Das hier in die Mitte zu stellen macht Sinn, weil entweder konnen die hier oder hier. Die wenigsten, oh. Ihr könnt mal durchgehen und nach Wahrscheinlichkeit dann einfach gehen, aber... Der Vorteil von Assassins ist auch, dass sie relativ wenig von Crowd Control beeinflusst werden, weil sie immer in den Gegner reinspringen. Im besten Fall halt hier zwei Leute habt, die das raustanken können. Der Blitzcrank Hook trifft hier Pike. Oh, gegen Assassins hookt er später. Er trifft trotzdem Pike. Aber das ist relativ wurscht, weil er ultet. Der Weiger ist deswegen relativ raus. Die Cutter Ultimate ist diesmal sehr, sehr juicy, weil sie früher Damage bekommen hat und früher ihr Mana gestackt bekommen hat. Es ist, I don't know, I feel dirty. Damn it, dirty. Glücklich, but dirty. So fühle ich mich. Ja, und jetzt leveln wir halt einfach, ne? Wir werden jetzt immer einmal rollen und dann leveln. Jetzt haben wir die Eve bekommen. Das heißt, wir werden noch einmal rollen. Und dann leveln. Oh nein, ich weiß nicht, ob ihr das Grundrauschen hört. Sorry dafür, Leute. Mein Headset spinnt ab und zu ein bisschen. Da möchte ich das kurz rausziehen. Und dann wieder reinhauen. Ja, wir haben jetzt mehrere Units, die wir upgraden können. Wir werden auf 7 gehen und dann werden wir leveln. Verringert natürlich unsere Wahrscheinlichkeit für Zed nochmal ein bisschen, aber das ist kein Problem. Das hier ist unser gefährlichster Gegner, denn er geht für die Brawler-Strategie. Das Problem ist, er hat schon sehr, sehr viel Damage getankt. Es kann trotzdem sein, dass hier der Wolibear uns zerreißt, denn er wird jetzt ulten. Das Problem ist, er hat allerdings kein Dismantle oder Silence oder sonst was. Das heißt, er ist jetzt hier keine Gefahr. Normalerweise willst du den nicht mit Double Rage Blade spielen, was natürlich in der Theorie immer noch geil ist. Aber du willst ihn eigentlich so spielen, dass er in der Phase dann halt alle Leute CC't. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, dieser Gegner kann seine Koffer packen gehen. Double Rage Blade an sich ganz cool, aber er hätte sich hier auf jeden Fall andere Items gewünscht. Wir kommen jetzt hier rein. Wir sind Top Seed, das heißt, die Arcade werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Hier ist jemand, der darauf wartet, dass wir Glacial haben. Das ist auch noch ganz cool. Zwei komplette Items sind auf jeden Fall lecker. Glacial auf Lysandra wirkt wie Troll, aber sie droppt das Item, weil sie schon Glacial ist. Upsi, ich dachte, ich wäre frei. Mann, was ist denn hier los? Sorry, Leute. Ich hoffe, dass da nie so ein großer Soundsprung bei euch kommt. Also nicht dieses wenn man jemanden, wenn man Kabel zieht, hört man das hier für gewöhnlich. Ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht hattet. Hier kommt die Akali. Wir haben jetzt noch eine Unit mehr. Die wollen wir verkaufen. Ich habe jetzt einfach nur Anivia genommen, weil sie mir das meiste Gold gibt. Mit Auto-Tags in der Lage zu sein. Hier, warte mal, der Rengar. Nee, ich glaube immer noch, das Wichtige ist, dass die beiden das kriegen. Es ist zwei Felder links und zwei Felder rechts. Auch wenn da immer noch All Adjustment steht. Das ist ein bisschen Troll, dass man da nicht reagiert hat. Achso, ich habe jetzt sogar noch einen Ticken mehr Gold. Ja, Cutter 3. Normalerweise ist Cutter nicht unbedingt das, wofür ihr geht, sondern die meisten spielen das mit Kha'Zix, um halt eben die Option zu haben, im Midgame für Void zu gehen. Aber ich hatte so früh Ninja, dass ich halt eben dafür gehen konnte. Oh, die Kindred Ultimate countert mich. Das war auch tatsächlich die einzige Combo, die immer wieder es geschafft hat, Assassin zu countern. Einfach für eine Kindred gehen. Kindred ist tatsächlich sehr, sehr gut darin, Assassins nochmal so ein Stück weit aufzuhalten. Wir werden jetzt eine Runde rollen, weil wir können Ken upgraden, wir könnten Shen upgraden. Wir könnten jetzt übrigens Kindred nehmen, einfach um, damit kein anderer sie kriegt. Wir wollen einmal auf 40 runter. Den Rengar wollen wir allerdings nicht. Wir haben jetzt Cutter relativ kurz vor 3. Das ist nett. Die Units vergeben wir nicht, wir könnten einen Red Buff geben. Vielleicht am ehesten Rengar, weil er Attack Speed kriegt, wenn er ultet. Damit derjenige ist, der am potentesten bei uns diesen Buff mehrfach auslösen kann. Oh, der Aurelion da hinten könnte tricky sein. Aber generell hat der Gegner hier relativ viel Mana-Burn, aber das ist, naja, ehrlich gesagt, relativ egal für meine Combo.
Da kam der Aurelion raus, aber der Ken von mir darf ebenfalls ulten. Der ist jetzt auch Level 2, das heißt, die Ult ist relevant. Trotzdem macht er mich hier. Da bis dann. Aber das reicht nicht. Okay, okay, wir verlieren Runden. Das ist doch schon mal was. Da fühle ich mich ein bisschen weniger dirty. Es sind jetzt genau 50, da wollen wir auch sein. So der Phase, die Gegner springen hier hinten rein. Es ist ehrlich gesagt völlig egal, wir gewinnen die Runde so oder so. Der Shen 2 fehlt uns so ein bisschen, damit wir da hinten, damit wir wenigstens eine Frontline haben. Den Z werden wir wahrscheinlich nicht auf 3 kriegen. Auf 8 haben wir, wie gesagt, unseren Power Spike, also vielleicht sollte ich aufhören zu rollen und eher ein bisschen leveln. Da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung. Wir hoffen jetzt hier auf Triple Locket, maybe. It's pretty strong. Ansonsten Infinity Edge für Akali, weil ihr Spell manchmal crittet. Zumindest fühlt es sich so an. Ach, guck mal hier. Das war schon mal ein Item. Ein Item allerdings nur. Oh, zwei. Okay, okay. Phantom Dancer und ein potenzielles Redemption wäre die Kombo, die ich jetzt vorschlagen würde. Nochmal Ringer. Also er kommt wirklich oft. Aber wie gesagt, Level 8 ist unser Power Spike. Na. Redemption? Not sure. Das Problem ist, Redemption ist in so einer Assassin kommt gar nicht so einfach zu vergeben. Weil wir nicht genau wissen, wer als erstes stirbt. Könnten das anderen Shen geben. Oder kennen. Aber wir geben das kennen. Phantom Dancer wäre durchaus auch noch eine Option, aber wir geben das jetzt hier kennen, damit er einerseits früher ultet und in der Hoffnung, dass er als einer der ersten stirbt. Oh ja, die mit Akali 2. Das wäre natürlich für uns auch noch sehr, sehr wichtig. Ken kriegt jetzt seine Ultimate durch und er stirbt als einer der Ersten. Das heißt, mittlerweile packt das ja sogar bei 25 HP. Das heißt, es sollte noch einfacher sein, das einfach den Ken zu geben. Oh, der Aatrox hier hat sehr, sehr geile Items. Phantom Dancer, Dragon Claw und auch noch extra Heal. Das ist sehr cool, allerdings ist der raus. Für uns optimal, denn der Typ hat auch noch Akali geblockt. Was natürlich gar nicht nett ist, ne? Wir haben jetzt Eve auf 2. Ich würde Eve eher statt tatsächlich den Rengar spielen. Ich finde Eve stärker. Eve wurde ja auch nochmal gebufft. Der Phantom Dancer, den könnten wir schon vergeben, aber ich schiele immer noch so auf ein drittes Locket. Einfach für den Fun Fact. Cutter immer noch so eine kleine Option, die wir haben, auf 3 zu bringen. Akali 2 ist immer noch überfällig. Aber wir haben auch so viel Leben und die Gegner sind schon so low, dass es. Wir können einfach auf 8 gehen und mit 6 Assassin gewinnen wir auf jeden Fall. Holy shit, die Morgana hat auch krasse Items. Das hier ist wahrscheinlich derjenige, der uns lange Zeit bedrohen wird. Vor allem, weil er jetzt auch noch den Volibear hat. Wenngleich der Voli hier natürlich nicht so krass ist, weil er keine Items hat. Normalerweise brauchst du ihn als Carry. Bei ihm ist Morgana und Aurelion allerdings Carry und das haut uns gerade ganz gut raus. Plus, der Boy hat auch noch Glacial am Start. Autsch. That hurts quite hard. Quite badly. Wir rollen einmal. Ich frage mich, ob ich irgendwas overrollt habe. Gerade wenn man so eine Kombo spielt, die man seltener spielt, kann das schon mal sein. Was wir jetzt noch haben, ist ein Assassin-Spieler und ein Glacial Guardians Aurelion-Spieler. Mal das ein bisschen umstellen, damit die Leute hier eher hinten in der Ecke stehen, damit die die eher rauspullen. Vielleicht gehe ich sogar ein Feld nach vorne. Ich gehe ein Feld nach vorne, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass die eher nochmal einen Step rausziehen. Allerdings sind die jetzt zu nah dran, ne? Ah, ich krieg die nicht gepullt gerade. Okay, ich gehe wieder einen Step nach hinten. Da muss ich jetzt, wie gesagt, ne, das ist so ein bisschen meine Unerfahrenheit mit Assassins auch zu Schulden gekommen. Warte mal, ist das derselbe? Hat er jetzt einfach völlig anders Ah, nee, ist Leben 4. Okay. Pike kann nochmal stunnen, aber der Z wird hier nicht alleine 1 vs. 4 gehen. Das heißt, auch hier kriegen wir wieder 4 Damage. Wir haben allerdings noch Goldressourcen. Das heißt, nach diesem Karussell, wo wir unsere Ausgangslage nicht verbessern konnten, weil die anderen immer noch so viel weiter drunter sind, müssen wir gucken, wofür wir gehen. Thormail maybe? Können wir auch nicht bauen. Die Items, die hier vorgeschlagen werden, sind ziemlich garbage für uns. Wir gehen für den Fun-Wender, in der Hoffnung, dass wir daraus noch einen Assassin mehr machen können. Da ist die Cutter.
Wieder ein Feld zurück. Akali 2 bekommen. Cut 1 hoch. 6 Assassin. Wir können uns jetzt nicht noch weiter Zeit lassen. Das heißt, wir müssen jetzt... Ich würde jetzt auf 20 rollen. Für die Cutter. Die wir nicht kriegen. Scheinbar. Wir hätten auf dem Weg wahrscheinlich die Eve mitnehmen sollen. Allein schon, weil sie dieselbe Kosten hat. Erhöht es auch nochmal die Wahrscheinlichkeit. Der Typ ist sehr, sehr low. Ja, seht ihr, die springen jetzt hier alle Ken und Shen an. Shen macht die Dodge so und tankt damit die Assassins ultra hart. Das heißt, in diesem direkten Assassin-Matchup ist das auch nochmal besonders heavy. Trotzdem macht er mich. Zumindest sieht es danach aus. Aua. Phantom Dancer, maybe. Wir haben den Shen auch immer noch nicht bekommen. Pine kriegen wir nicht noch hoch. Maybe I lose this round. Cutter 3. Nice. Oh, den haben wir vergessen zu verkaufen. Oh, scheiße, da war der Shen. Oh. Ich glaube, dass der Akali relativ viel Damage macht für uns. Das heißt, wir gehen dafür. Diesmal haben wir die Gegner auch rausgepolt, weil wir vernünftig aufgestellt haben. Die Corner alle oben links. Das heißt, mit diesem Rausziehen kriegen wir sie. Das ist allerdings auch ein Klon. Das heißt, wir können hier mal gucken, wer sich durchsetzt. Im besten Fall stirbt der Assassin-Spieler in dieser Runde. Allerdings hat den sein Pike hier gerade gut Work gemacht. Trotzdem ist der Assassin-Spieler down. Wahrscheinlich hätten wir mit dem Heavy Reroll noch warten sollen. Ja, ich glaube, man gewinnt die Runde einfach, egal wie man ausstellt. Lassen wir es drauf ankommen. Gehen auf 10 runter für den Shen, den wir eben gerollt haben. Den Kha'Zix hier könnten wir natürlich auch die ganze Zeit schon verkaufen. Wir hoffen... Ah, wir kriegen einen GA. GA ist not bad. Akali behält die Mana beim GA. Wahrscheinlich geben wir es ihr. Das einzige T3-Unit ist halt... Kata. Das heißt, wenn wir... Kriegen wir nochmal einen BF, weil dann können wir den Swain mitnehmen, um für noch Imperial zu gehen. Dagegen. Assassin hat ja nicht so viel Spaß. Was hat er denn bekommen? Oh, Dragonclaw. Ja, das klatscht natürlich nochmal ordentlich rein, ne? Die Ash hat da ein bisschen weird aufgestellt. Diesmal habe ich den Shen nicht... Overrollen. Okay. Hat er umgestellt? Nee. Warum stellt er nicht um? Ach scheiße, ich hätte den Ring ja nach rechts stellen sollen. Nicht, dass die Units jetzt ihn angreifen und deswegen nicht moven. Ja, ich krieg ihn rausgepult. Plus er hookt meinen Shen und mein... Oh, mein Shen hat nicht die Ult durchbekommen. This heavily sucks. Na gut. Ah, Kata kommt irgendwie nicht so wirklich zur Ult. Die oh, der Pikesun war sick. Der Pikesun war richtig sick. Die haben jetzt beide noch Dragonclaw. Allerdings kritte ich natürlich auch einfach. Er müsste jetzt auf jeden Fall umstellen. Ich krieg den Shen einfach nicht, ne? Ah, here we go. Man muss sich nur beschweren. Jetzt rollen wir natürlich noch für den Z. Steht nicht wirklich um. Das heißt, die beiden stelle ich noch da ein. Will ich, dass er den Shen hookt? Ne, ich will, dass er den hookt. Rengar ist useless. Ich will nicht, dass irgendwer den offenen Yasuo springt. Außer vielleicht Pike, weil von da kann er einen guten Stun setzen. Das heißt, er hat ausstellungsmäßig überhaupt nichts geändert. Sehr weird. Hätte er allerdings ändern sollen. Mein Shen ultet wieder nicht. Pike macht wieder einen krassen Stun. Aurelion von ihm haut aber diesmal deutlich mehr raus. Sieht so aus, als würden uns diesmal ein paar Crits fehlen. Plus meine Akali ist gestunt. Schade, reicht nur für den zweiten Platz. Aber trotzdem, Assassins sind fucking broken. Ich habe das Gefühl, das ist eine No-Brainer-Kombo. Ich hätte ja wahrscheinlich gewinnen sollen. Vor allem, weil ich den Shen so früh weggerollt habe. Das war ein bisschen bad. Haut rein, euer Johnny.